Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Oceans. Ja, da sind wir wieder. Letzte Aufnahme ist eine Woche her ungefähr. Ich muss mir jetzt kurz überlegen, was hatten wir denn gemacht? Ja, wir haben letztes Mal unseren Golem bekommen, unseren John. Und der hat auch mal erstmal eine Insel aus dem Wasser gerissen. Dann haben wir ja ein bisschen Monsterjagd gemacht auf der Insel. Und ja, viel mehr war, glaube ich, gar nicht, soweit ich mich erinnere. Und wir hatten ja beim letzten Mal, wir haben jetzt den dritten Frühling, wir hatten ja beim letzten Mal, soweit ich mich erinnere, eine Quest abgeholt, beziehungsweise, ich glaube, wir müssen nochmal zu Lilly. So, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz in das Questlog. Ach ja, genau, wir sollten ein medizinisches Kraut im Lebensmittelladen kaufen und das dann Lilly geben. Das werden wir jetzt mal als allererstes machen. Würde ich mal sagen. So, hier ist der Laden. Jo, hi Sierra. Ach ja, und ich kann auch hinten hinter den Tresen bleiben. Es gehört sich so, ne? Hey there. What should I do for fun today? Ja, indem du mir was verkaufst. Ja. So, was wollt ihr? Ein medizinisches Kraut. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ich denke, noch anderen Kram brauchen wir im Moment noch nicht zu kaufen. Wir haben sowieso kein Geld. Jo, bis später. Reden wir doch mal mit dem Bismarck. Hallo. Good afternoon. Ach so, okay, die sind jetzt beide quasi hier am Verkaufen. Wir reden nochmal mit ihm. Ja, das ist ja sehr viel, was du rauskriegst. Das hier ist so ein normaler NPC, der keine größere Bedeutung hat. Ich spreche ihn trotzdem mal an. Bernie. Das Wetter ist jetzt wieder besser. Guter Tag für eine reibungslose Seereise, würde ich sagen. Entschuldigung. Ja, würde ich auch sagen. Die haben wir ja gestern schon erlebt, die Seereise. Und gehen wir doch mal zur Lilly, dass ihr das Kraut geben. So. Das nehmen wir jetzt so in die Hand. Und geben es ihr. Danke, dass du das für mich gekauft hast. Du warst eine große Hilfe. Hier ist deine Belohnung. Manchmal geben dir Leute eine Belohnung. Nutze das. Auftrag erfüllt. 500 Gold als Belohnung. Wunderbar. Das ist doch schon mal schön. Jo. Die Elektra ist auch zufällig hier. Was macht sie denn? Cleaning is such fun. Won't you join me? Ja, vielleicht ein andermal, würde ich sagen. So, hier gehen wir jetzt nochmal ans Brett. Denn jetzt gibt es hier ein paar neue Sachen, wie ihr sehen könnt. Hier auf diesem Blatt steht immer das Wetter für den morgigen Tag. Das Morgen wird es sonnig. Gut. Das ist schön zu wissen. Der riesige Golem. Jetzt gibt es hier eine Nachricht zu unserem Golem. Große Neuigkeiten, Leute. Das Cliff hinter dem Gasthaus der drei Schwestern ist weggebrochen und ein riesiger Golem erschien. Elena, unsere hiesige Golem-Expertin, sagt, seine Größe ist unvorstellbar und er kann den Ozean überqueren wie ein seichtes Bächlein. Absolut unglaublich. Ja, das finde ich auch, haben wir ja schon festgestellt. Und auf diesem Blatt gibt es immer die Trends. Es gibt kaum Nachfrage für Feldfrüchte. Du wirst kaum etwas dafür bekommen, wenn du sie verkaufst. Da wird einem halt immer gesagt, was gerade nachgefragt wird, was besonders gut verkauft wird, was weniger und so weiter. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt nochmal einen Auftrag hier an und spazieren dann nochmal so ein bisschen durchs Dorf. So, denn jetzt haben wir hier schon einige, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel von der Sierra, von Kelsey, Quinn, Bacchus oder Bacchus. Wie man auch immer ihn ausspricht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Der Kelsey hat sogar gleich zwei. Der kleine Junge, der Schüchterne. Und auch die Quinn. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal als erstes veranstalten wir eine Schatzsuche. Ich habe einen Schatz auf der Insel versteckt. Wenn du ihn findest, gehört er dir. Das ist doch eine schöne Sache. Es ist Zeit, Quinn zu treffen. Jo, dann wollen wir mal nach ihr schauen.
Gut, wir gehen mal so rum hier. Das ist egal, auf welche Seite wir gehen. Wir wollen uns ja noch ein bisschen umsehen. Okay, hier ist ja unser Haus. So, ne, hier ist die Schmiede. Schauen wir noch mal kurz da rein, wenn wir dabei sind. So, da ist der Golem. Was verkaufst du eigentlich? Hatten wir das letzte Mal schon geguckt? Weiß ich nicht mehr. Ach ja, genau, hatten wir geguckt. Waffen und so brauchen wir noch nicht zu kaufen. Aber was wir machen können, ist mal baden zu gehen. Denn wie ihr vielleicht sehen könnt, ist unsere LP und RP nicht gerade so besonders toll im Moment. Deswegen hoffe ich doch, dass... Nein. Es wird gerade gereinigt. Wir können gerade nicht baden gehen. Ja, sprechen wir sie mal an, die Dunkelelfe. Das Bad wird gerade gereinigt. Komm später wieder vorbei. Ja. Mache ich, kein Problem. Gut, dann gehen wir mal zu den Kiddies. Die müssten in der Kirche sein, denke ich mal. Hallo. Hallo. Ich glaube, in ihrem Zimmer wahrscheinlich, genau. Hallo, Quinn. Hey. Hallo. Das Lachen ist immer total süß. Willst du den Schatz finden, den ich versteckt habe? Du darfst ihn behalten, wenn du ihn findest. Bekomme ich einen Tipp? Er ist an einem heiligen Ort über der Stadt. Verstanden, es ist ein guter Tipp. Bring mir den Schatz, wenn du ihn findest. Jo, ein heiliger Ort über der Stadt. Da kommen wir gleich zu. Sprechen wir da mal mit Kelsey. Hallo. Okay, da wird sich unser Gesprächsskill gelevelt haben, denke ich mal. Gut. Ein heiliger Ort über der Stadt. Da gibt's einige Möglichkeiten, aber ich denke mal... Wir haben ja einen Schrein hier in der Stadt. Und Schreine sind immer heilige Orte. Auch wenn es ein Drachenschrein ist. Eventuell ist der Schatz ja da versteckt. Schauen wir doch mal nach. Jo, Odette ist da. Und hier liegt auch was. Könnte er hier in der Nähe sein? Ich hab ihn gefunden. Eine Vogelfeder. Eine Vogelfeder. Das ist ein schöner Schatz. Wenn Odette schon hier ist, sprechen wir sie mal kurz an. Hallo. I see you two are rushing around busily as always. Och ja, so eilig haben wir es eigentlich gar nicht, sonst hätten wir dich gar nicht angeredet. Hey Aiden, du weißt, dass du Elektra keinen Schmuck oder wertvolle Sachen zum Geburtstag schenken sollst, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Also, beziehungsweise, ich weiß es eigentlich noch nicht, aber ich weiß es halt, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Warum nicht? Sie wird sowas nicht annehmen, weil sie sonst das Gefühl hätte, dir etwas zu schulden. Denk dran. Jo, dann wissen wir das jetzt auch. Das ist so nicht so ihr Ding, auch wenn sie aus einer reichen einst reichen Familie stammt, sag ich mal. Mag sie das nicht so gerne, wenn man ihr so teure Sachen gibt. So, bringen wir dann den Schatz doch gleich mal zurück zu der guten Quinn. Wir werden jetzt heute in dem Part erstmal ein paar Aufträge, denke ich mal, erledigen. So, mal gucken. Quatsch, was will ich denn hier? Quinn, hallo. Ja, dann geben wir mal die Vogelfeder. Nein, nicht springen, sondern Vogelfeder geben. Du hast ihn schon gefunden? Ich dachte, es würde schwer werden, ihn zu finden. Oh, okay, du kannst den Schatz dann haben. Spiel mit mir später weiter. Auftrag erfüllt. Ja, wir können ja irgendwann mal wieder spielen zusammen. Und wir bekommen die Vogelfeder gleich als Belohnung. Warum nicht? So. Ich beame mich mal direkt zurück.
zum Haus, weil das Gasthaus ja direkt daneben ist. Ja, Quests zu machen ist immer sehr gut, das bringt einen immer voran. Es gibt natürlich auch bestimmte Quests, die Story voranbringen, die sind dann entsprechend markiert hier, aber das sind, glaube ich, alles keine. Gehen wir doch mal zu Kelsey und schauen wir mal, was er für ein Rätsel für uns hat. Ja, es ist Zeit, Kelsey zu treffen. So, gehen wir da lang. Oh ne, wir könnten auch da lang gehen. Das ist eigentlich fast noch schneller. Denn wir können mit dem Aufzug hier direkt hochfahren zum Kirchenplatz. Zum Kirchplatz. Und es bringt auch was, viel mit den Leuten zu reden. Nicht nur wegen den Freundschaftspunkten, sondern auch, weil man manchmal neue Sachen erfährt oder auch Sachen bekommt und so weiter. Aber erstmal gehen wir zu Kelsey. Willst du ein Rätsel lösen? Ja, klar. Ich habe es mir ausgedacht. Was für ein Rätsel ist es denn? Wie ist ein grummeliger Büffelmu? Ein grummeliger Büffelmu. Grummeliger Büffelmu. Ja, grummelig wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Ein Büffelmu und grummelig würde muffelig insgesamt ergeben, denke ich mal. Genau. Richtig, es ist ein Büffelmu, also ist der muffelig. Ja, sehr sinnvoll, aber egal. Da du die richtige Antwort wusstest, bekommst du einen Preis. Wunderbare Geschenke als Belohnung erhalten. Ja, die... Spiel mit mir später weiter. Ich glaube, die wunderbaren Geschenke sind Rezepte, die wir im Moment noch nicht benutzen können, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Für Geschenke zum Herstellen. Wenn wir schon hier sind, statten wir mal Violet einen Besuch ab. Hello. Are you going somewhere today? Ja, ich gehe gleich wieder zum Gasthaus. Mal reden wir mal mit ihr. Elektra hat bald Geburtstag. Ein guter Hinweis darauf, dass Elektras Geburtstag vor der Tür steht, ist, dass Mervyn ganz hibbelig wird. Jo, das Hausmädchen, ja, die wird hibbelig. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich auch Gedanken macht, was sie ihr schenken soll, ne? Der Geburtstag steht bald vor der Tür. Ja, natürlich, weiß ich jetzt nicht, wann sie Geburtstag hat. Ich hatte das mal aufgeschrieben, aber in diesem Spiel gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass wir es nicht wissen. So. Ich wüsste das, wie gesagt, sowieso nicht. Aber man kann die Geburtstage teilweise erfahren von den Leuten, teilweise eben auch nicht. Glaube ich zumindest. Und wenn man denen am Geburtstag verschenkt, dann bekommt man halt besonders viele Freundschaftspunkte. Hallo, Bacchus. Gibt's denn was Neues, mein Freund? You're looking mighty energetic. That's what I like to see. Ja, das ist schön. Hast du sonst noch was zu sagen, oder? Na, das nenne ich mal einen schönen Tag. Oh. Genau, und noch ein schönerer Tag wäre, wenn wir jetzt mal baden könnten. Ich glaube, die Putz... Genau, 3 Uhr, du sagst es, Sonja. Badezeit sollte jetzt sein. Die Putzarbeiten sollten jetzt mal langsam fertig sein hier. Aber die Mervyn, die braucht manchmal noch ein bisschen länger. Deswegen gehen wir noch mal kurz zur Schmiede. Gucken, ob da gerade irgendwer ist. So, ich könnte wie gesagt auch jedes Mal auf die Karte gucken. Nein, da ist keiner. Mache ich jetzt aber nicht. Also siehst du, da geht Mervyn und wir können baden gehen. So. Rein mit uns. Ich werde mal ein Bad nehmen. Warte eine Sekunde. Was? Was ist in dich gefahren? Oh weh. Huch, das stimmt. Ich vergaß, dass du da bist. Was sollen wir machen? Ich will nicht wirklich dabei sein, während du ein Bad nimmst, Aiden. Ja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, oder?
Natürlich geht es mir genauso. Was sollen wir denn jetzt machen? Soll ich das Bad sausen lassen? Das wäre auch irgendwie ekelhaft. Was machen wir dann, hm? Tja. Da gibt's kein Vertun, das muss sein. Okay, hör zu, du lässt einfach deine Augen zu. Oh, okay, mach ich. Jo, schön groß der Pool. Ja, es fühlt sich gut an. Schön groß der Pool. Ich bin müde. Mag sein, aber du bist auf jeden Fall voll geheilt. Und dementsprechend, denke ich mal, gehen wir zurück zum Gasthaus. Ach hier, James ist da. Dann wollen wir den mal kurz ansprechen. Elena kann blunt, aber sie ist eine gute, süße Frau. Ja, dass sie direkt sein kann, haben wir letztes Mal schon gemerkt. Ich hoffe, ihr zwei könnt Freunde sein. Bitte, gib ihr eine Chance. Ja, natürlich. Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. So, also. Hallo Lilly. Auf zum Gasthaus. Oh, guck mal, die Sierra ist auch hier. Nimmt sich eine Auszeit. So, wir gehen nochmal zum Brett und holen uns noch eine Quest ab. Ich suche etwas, Kelsey. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, kann ich die Quest noch nicht machen. Ich schau mal kurz. Nee, das geht noch nicht, das weiß ich. Aber wir könnten die Quest von Bacchus machen, genau. Es ist Zeit, Bacchus zu treffen. Jo. Wo steckt der denn gerade? Bin ich jetzt blind? Ah, da ist er. Auf dem Kirchplatz. Okay. Gut. Ja, ein paar Monster verkloppt mich mal. Das könnten wir sowieso nochmal machen. Da hinten ist Bacchus. Der angelt gerade, wie man sehen kann. Das werden wir auch noch irgendwann machen. Ich habe gehört, du erlebst allerlei Abenteuer. Na klar, ich erlebe einige Abenteuer. Das hört sich gut an. Das ist genau das, was ein junger Kerl wie du tun sollte. Ich möchte dir ein weiteres kleines Abenteuer vorschlagen. Du musst nur 5 Goblins besiegen. Für jemanden wie dich eine einfache Übung. Ja, vielleicht, vielleicht. Mal schauen. So, ab nach Hause. Und jetzt müssen... Ah, da ist die Elena, da sprechen wir sie mal an. Jetzt müssten wir zurück zum Golem. Der ist ja aber bei der Insel. Mal schauen, wie wir da jetzt hinkommen. Entschuldigt bitte nochmal. That plant golem is so great. I'm dying to take it apart. Nee, du, den brauchen wir noch. Es wäre jetzt nicht so sinnvoll, wenn du den zerlegen würdest. Ja, das, er sagt genau, was ich denke. Das soll doch wohl ein Witz sein. Ja, ich hoffe, wir sprechen sie nochmal an. Hey there. Jo, hallo. ja, was ist das denn für eine Tür? Was ist das? So eine Art Tür, stimmt's? Sollen wir hindurchgehen? Wir, aber wir wissen nicht mal, wohin sie führt. Und es ist ganz düster und so. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein. Ach, wen kümmert vorsichtig? Komm schon, das ist ein Abenteuer. Tun wir's. Also gut, es ist dein Körper. Ja, da hat sie wohl recht. Das ist... John, wir sind oben auf John. Toll, diese Tür führt also hierher in Johns Hinterkopf. Ja. Okay, dazu sage ich jetzt mal nichts.
Das heißt, wenn wir John verlassen und nach Hause teleportieren, können wir trotzdem zu ihm zurückkommen. Sieht so aus. Das ist recht praktisch. Andernfalls hätte es eine ganz schöne Schwimmerei bedeutet, um zurückzukommen. Ja, da hast du wohl recht. Schöne Sache. So, dann können wir direkt an Land gehen, denn wir sind ja immer noch an der Insel. Auch wenn man das jetzt hier nicht sehen kann. Und ich glaube, ich habe die... Nein, ich habe die Waffe nicht ausgerüstet. So, wir rüsten sie nochmal aus. Genau, und wir müssen ein paar Goblins finden. Na, sind hier welche? Ne, das sind nur die Wollies. Aber die können wir auch noch ein bisschen schnetzeln, sag ich mal. Jo, und ein Level up. Das hat sich doch gleich mal gelohnt. Wunderbar. Und da ist auch schon der erste Goblin. Komm, stirb schon. Hey, der Wolli ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Ich habe eins der vorgegebenen Monster für den Auftrag besiegt. Wunderbar. Immer, immer feste drauf. Du hast den Katana-Sturzangriff gelernt. Drücke Quadrattaste, während du läufst, um den Sturzangriff anzuwenden. Du musst erst ein paar Schritte laufen, damit er funktioniert. Setze den Sturzangriff ein, um über das Schlachtfeld auf deine Feinde zuzurennen. Das ist doch mal eine schöne Sache. Probieren wir gleich mal aus. Moment, habe ich das eben gemacht? Nicht wirklich, oder? Ah, egal. Die kriegen wir auch so klein. So. Moment mal. Au, au, au. Nicht hauen. Böses Monster. Nimm das und das. Wir hatten doch letztes Mal schon ein Monster gezähmt, nicht wahr? Ich glaube, das war so ein Wolli, wenn ich mich nicht alles täusche. Oder war es ein Goblin? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Goblin. So, hier haben wir ein bisschen Altmetall. Das ist schön. Ich glaube, dann lassen wir das erst nochmal. Ich muss mich mal auf die Goblins konzentrieren, weil die sollen wir ja töten. So, zack. Da liegt was. Noch mehr Altmetall. Sehr schön. So. Oh, was ist denn das? Wolle. Dankeschön. Kommen ja auch mal ein paar mehr Goblins. Hier immer nur Wollis raus die ganze Zeit. Mal schauen. Ich glaube, wir gehen mal an einen anderen Punkt, wo mehr Goblins kommen. So, tschüss. Macht's gut. Sonst wird das nämlich auf Dauer langweilig. Siehst du, da kommen Goblins. So, siehst du, das war der Sturzangriff. So, komm. Mach dich vom Acker hier. So, alle vorgehenden Monster besiegt. Packen wir noch die Monsterhaut ein und verschwinden hier. Okay, das bringt uns natürlich nur bis zu unserem Golem. Da steigen wir dann mal auf. Würdest du? Danke, steig auf John. Und dann direkt zurück. Jo, wir haben es 20 Uhr schon. Ja, dunkel geworden. Bacchus müsste jetzt eigentlich im Gasthaus sein. Ganz genau, so sieht's aus. Dann können wir direkt zu ihm gehen. Yo. Good evening. Da ist er. The day's just beginning. Oh, klar, wenn du Nachtmensch bist, dann fängt er erst an. Du hast ziemlich lang gebraucht. Ich war überzeugt, du würdest schneller sein. Aber das ist schon okay. Es war sicher ein gutes Training. Vielleicht kannst du das hier benutzen, um stärker zu werden. Ein Saibling. Ein Fisch. Ja, warum auch nicht? Steht anscheinend auf Fisch, der gute Mann.
Gut, ja. Hatten wir uns von Lilly schon was vorspielen lassen letztes Mal? Ich glaube ja, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Na, Odette, was gibt's Neues? My day is far from over, though. Ja. Welcome. So, Essen zum Mitnehmen kaufen? Nein. Ich bin die mittlere Schwester. Lilly ist die älteste und Violet die jüngste. Meine große Schwester ist ein wenig tollpatschig, aber meine kleine Schwester hat eine Menge drauf. Hast du die beiden schon getroffen? Jo, haben wir schon getroffen. Haben wir schon. Gehen mal in die Küche. Aber ich glaube... Na, guck mal, aus dem Saibling, den uns jetzt Bacchus gemacht hat, können wir ein Saibling-Sashimi machen. Jo, da gibt ein bisschen LP zurück, bisschen RP... Und ein paar Spezialeffekte. Oh, wir machen das jetzt einfach mal. Einfach so, weil es... ist allerdings super schwer. Hoffentlich vergeige ich das jetzt nicht. Ich muss den Balken treffen. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Wir nochmal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ja, Anfängerhandwerker. Erstmal was hergestellt. Trophäe. So. Ich glaube aber, wir können hier noch nichts... weiter tun. Denn wir haben ja auch sonst noch keine großen Gegenstände bekommen oder so. Ein paar kleine. So, wir haben es zwar schon abends, aber noch nicht so spät. Wir könnten ja nochmal schauen. Okay, hier gibt es noch nichts Neues. Gut, dann muss ich jetzt mal überlegen. Gibt es noch irgendwas zu tun im Moment? Eigentlich ja nicht, ne? So, fertig. Ich denke mal, wir werden den Tag heute nicht so spät werden lassen. Und einfach mal zu Bett gehen, auch wenn es noch nicht so spät ist. So, gute Nacht. Jo, guten Morgen. Warum bist du... Oh ja, du bist in mir drin. Er hat es schon wieder vergessen anscheinend. Trotzdem, du musst mich nicht aufwecken. Ich kann ganz prima von alleine aufstehen. Wie? Ich hab dich doch die ganze Zeit immer aufgeweckt. War das nicht vor 10 Jahren? Puh, das macht keinen Spaß mit dir. Mal ehrlich, wie lange ist es her, dass ich morgens zu dir gekommen bin und dich geweckt habe? Das weckt Erinnerungen. Jo, kennen sich wohl schon eine ganze Weile, die beiden. Oh, ist doch schön, so ein menschlicher Wecker, ne? Kommt immer drauf an, wie man geweckt wird, denke ich mal. Also, ne, wenn dann jetzt einer da reinkommt, so, ey, Alter, steh auf! Dann würde ich auch nicht aufstehen, wahrscheinlich. Aber naja. Gut, wir haben den 4. So. What a nice warm day. Jo, finde ich auch. Schauen wir uns mal die Dorfbewohner an. Guck mal, wir haben bei Lilly schon einen ziemlichen Balken hier, freundschaftsmäßig. Und bei Violet auch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und es fehlen auch noch einige hier, wie ihr sehen könnt. Da kommt noch einiges. Bei dem Kelsey haben wir auch schon ein bisschen was, weil wir dem eine Quest gemacht haben. Und bei Bacchus und so weiter. Bei der guten Quinn auch. Guten Morgen, Sierra. Morning. Hope it's a good day. Ja, bestimmt. Putz mal ordentlich, ne? Tu was für dein Geld, wollte ich jetzt hätte ich jetzt fast gesagt. Ach ja, so lange ist es noch nicht her, aber egal. Gut. Odette auch nochmal begrüßen. Good morning. Another day to do our best. Ja, ich werde mir Mühe geben, auf jeden Fall. So, noch keiner da. Schauen wir mal ans Auftragsbrett. Okay, hier mal, hier haben wir einen neuen Auftrag. Hast du Wein? Großvater hat meinen Wein genommen. Kannst du mir welchen geben?
Ja, den könnten wir doch machen. Ich glaube, Wein gab es... Nee, im Gasthaus, glaube ich. Und das ist noch nicht offen. Müssten wir noch kurz warten. Begrüßen wir mal die Lilly. Was für ein schönes Wetter. Die Sonne schenkt uns ihr herrlichstes Lächeln. Gewöhnst du dich langsam an dein neues Leben? Ja, dank deiner Hilfe. Freut mich sehr, das zu hören. Ja, das ist doch nett. So. Oder... Ach ja, wir haben es ja auch noch 6.23 Uhr morgens. Da haben die Geschäfte noch gar nicht auf. Gut, wenn die Geschäfte noch nicht aufhaben, dann bleibt uns im Moment jetzt auch nicht viel anderes zu tun, als, ach, was mache ich denn hier, bin ich blöd, als nochmal auf unseren Golem bzw. auf die Insel zu gehen, noch ein paar Monster plätten, noch ein paar Items vielleicht holen von den Monstern, so. Und wenn die Geschäfte aufhaben, dann gehen wir erstmal was besorgen, so. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen... Ah, hier, das war... Mach dich vom Acker, mein Freund. Also, ich werde doch später noch ein weiteres Monster zähmen, aber im Moment noch nicht. Oh, da war eine Fertigkeitsstufe wahrscheinlich für das Katana. Ja, du musst doch ein bisschen koordinierter zuschlagen, mein Freund. Ist hier was drin? Jo, Altmetall, sehr schön. Wir machen mal die Monster-Tore fertig hier. So, weg ist es. Es bringt zwar nicht wirklich was, alle Tore kaputt zu machen, aber die geben auch, glaube ich, Erfahrung. Das kann ja nicht schaden, ne? Wir stehen halt noch ziemlich am Anfang. Ihr wisst ja, wie das ist. Gut, wenn ich jetzt mal wirklich richtig losgehe, um zu leveln oder Items zu farmen, sag ich mal, dann werde ich euch natürlich das ersparen und rauscutten, beziehungsweise erst gar nicht aufnehmen. Aber ich denke mal, so ein ganz klein bisschen Monsterjagd hier noch auf der Insel, das werdet ihr schon nicht zu langweilig finden, hoffe ich mal. So, ein bisschen Zeit wollen wir ja noch ins Land ziehen lassen. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe schon wieder völlig vergessen, die Uhr zu stellen und weiß nicht, wie viel ich schon aufgenommen habe. Es ist doch nicht mehr normal. So, warum muss ich eigentlich andauernd husten? Was soll das? So, kommen wir hier hoch? Ach, hier liegt ein Messerstück. Dankeschön. Jo, hier kommen wir hoch. Danke sehr. Ja, hier kam's. So, gleich ist es 9 Uhr, gleich können wir zurück. So, aber den machen wir noch platt hier eben. Und das Vieh hier. Wirst du wohl sterben, danke. Heben wir das medizinische Kraut noch auf. Und machen uns mal auf den Rückweg. So, genug Monster gefarmt hier. Wir wollen noch was anderes sehen heute. Ich werde wohl zwischendurch mal gucken müssen, wie viel ich schon aufgenommen habe. Aber im Moment mache ich das jetzt noch nicht. Sondern wir machen uns an den Auftrag. So, ich denke mal, den Wein wird es mit Sicherheit im Gasthaus geben. Jo. Zeig mal her, hast du denn was Schönes dabei? Eine Flasche Wein kostet gleich 500. Und wir haben nur 550. Das ist jetzt nicht so toll. Ganz ehrlich. Da gucke ich doch mal, ob wir noch... Ah, ich habe eine Idee. Wir könnten... Das zeige ich euch jetzt mal. Wir könnten was machen. Und zwar haben wir hier Milch.
wie man ein bisschen an Geld kommen kann am Anfang. Wir kaufen uns mal 4 Milch. So. Zeige ich euch mal, was ich mir da vorgestellt habe. Und können die im Topf, glaube ich, müsste das sein. Genau, können daraus heiße Milch machen. Und die können wir, ich glaube, sogar teurer verkaufen, als wir sie eingekauft haben. Ich habe jetzt gerade auf den Preis gar nicht geachtet. Aber ich mache das mal eben. So. Einmal heiße Milch, das ist etwas schwerer noch. Oh, Mittel. Jetzt haben wir einen Skillpunkt bekommen im Kochen und das Ganze ist schon einfacher geworden, wie ihr sehen könnt. Immer schön den blauen Balken treffen. Jetzt dürfte die Milch alle sein. So. Schaue ich noch mal kurz nach. Genau, die Milch kostet 120 und wir haben sie 210. Für 210 können wir so verkaufen, glaube ich. So, ich zeige euch das mal. Wo haben wir die Milch? Ach ja, hier. Heiße Milch, genau. Und die Milch mit den Sternchen, die ist noch besser. Ihr seht, die verkauft sich sogar noch besser. Verkauft sich, tolles Deutsch. Manche werden halt besonders gut hergestellt und das ist aber Zufall, glaube ich, eher. Hängt auch vom Skill ab oder so, kann sein. So, wenn wir die jetzt verkaufen, haben wir gleich schon eine Ecke mehr Geld. Wir können sogar noch versuchen zu verhandeln. Siehst du hier? Da haben wir nochmal die hochgehandelt. Ich mache das jetzt aber nur einmal. So, ich versuche es nochmal. Jetzt zahlt sie weniger. Wenn sie weniger zahlt, brauchen wir aber nur rauszugehen. Aus dem Gespräch oder sogar nur aus der Option, weiß ich jetzt nicht. Und wir sind wieder beim normalen Preis angekommen. So, ich versuche das jetzt noch einmal. Auf keinen Fall, aber sie geht nicht runter. Okay, verkaufen wir das und hier versuche ich es jetzt gar nicht erst. Guck mal, und schon haben wir 1141. Anstatt 500 wie vorher. So einfach kann man jetzt Geld machen. Schön die Milch heiß machen und dann teurer verkaufen. So, jetzt nehmen wir uns die Weinpulle mit. Dankeschön. Und sind dann trotzdem nicht blank. Wir werden mal den Auftrag von Joe annehmen. Es ist Zeit, Joe zu treffen. Schauen wir mal kurz, wer der ist. Ja, wo wird er sein? Auf seinem Schiff, beziehungsweise dem Schiff von Bacchus. So. Da steht er auch schon. Hallo, Joe. Think the old man would be slowing down at his age. He should just retire and leave everything to me. Wow. Solange er noch Bock hat, wird er sicherlich noch weitermachen. Das ist aber nicht sehr nett, Joe. Bah, who cares? Junge, das ist dein Opa. Sei doch mal ein bisschen netter. Morning there. Let's have a great day. Jo, mal gucken, wie toll der Tag wird. Hey, hast du Wein? Zum Trinken? Ich will nur die Flasche. Opa hat die weggeworfen, die ich aufbewahrt hatte. Oh, okay. Ich werde nachsehen. Danke. Jo, hab ich. Er braucht nur die Flasche. Naja, schade um den... Ich hoffe, er kippt den Wein jetzt nicht einfach aus. So, zack. Bitteschön. Hier hast du. Hey, thanks. Danke, wenn ich nun den Boden der Flasche verwende, wie ich es mir dachte. Es ist eine perfekte Linse. Linse? Ja, für ein Teleskop. Das wird super. Ist dies als Dankeschön in Ordnung? Ich fand es, kann aber nichts damit anfangen. Eine Feuerrute. Jo, das ist eine Waffe. Hier haben wir sie.
Ja, im Angriff ist er nicht so gut wie unsere, in der Verteidigung ist er ein bisschen besser. Aber wir bleiben beim Katana, wir wollen nicht mit Stäben hantieren. Ich kann es euch trotzdem mal kurz zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Einfache Magie. Zack, so, hier können wir ein bisschen Schindluder treiben. Ja, Schiff in Brand setzen. Das Schiff in Brand setzen, nee, das wollen wir nicht. Legen wir wieder das Katana an. Ja, okay, jetzt laufen wir mit dem Katana durch die Gegend. Auch gut. Oh, wen haben wir denn da? Hallihallo. Hallo. Hallo, lebst du auf dieser Insel? Das ist, kann ich euch gleich sagen, ein, ja, wie soll man den nennen, ein Bonuscharakter. Nämlich, das werden wir gleich erfahren, wer sie ist. Ja, ich bin Aiden und das ist... Ich bin Sonja, schön dich kennenzulernen. Hä? Wer hat das gesagt? Hast du jemand etwas sagen hören? Ach so, das ist kompliziert. Jo, erstmal lange Erklärung. Die Welt ist voll merkwürdiger Dinge. Ich habe selbst schon seltsame Dinge erlebt, aber seinen Körper mit der Seele eines anderen zu teilen, ist neu für mich. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Annette, ein Ausnahmeliefermädchen. Liefermädchen? Auf der Insel Phoenix gibt es keinen eigenen Lieferboten, nicht? Meine Aufgabe ist es, Briefe und Pakete auszuliefern. So können Menschen, die weit voneinander entfernt sind, in Kontakt bleiben. Du kannst auch Briefe an Orte außerhalb dieser Insel überbringen. Wie praktisch. Nicht wahr? Der Lieferdienst hat erst kürzlich auf dieser Insel angefangen, doch es gibt keinen Lieferboten auf dieser Insel. Also sorge ich einmal im Monat dafür, dass die Pakete zugestellt werden. Es ist schön, euch kennenzulernen, Aiden und Sonja. Jo, hat sie jetzt... Ah ja, sie hat ihren Namen gesagt, Annette. So viel zu tun, so viel zu tun. Manchmal muss ich einfach anhalten und etwas verschnaufen. Jo, wer Annette gerne näher kennenlernen will, das ist ein Charakter aus Rune Factory Frontier, dem einem der Vorgänger dieses Spiels, auf der Wii. Dort ist sie ein wichtiger Charakter in der Story. Hier ist sie nur ein Bonuscharakter, der nur an jedem vierten des Monats hier sein wird. Spielt also eigentlich in dem Spiel keine weitere größere Rolle. Jo, das sei dazu gesagt. Und jetzt werden wir... Moment, was wollte ich jetzt eigentlich gerade? So. Wir gehen nochmal ein bisschen hier lang, statt mich jetzt jedes Mal gleich zu teleportieren. Ja, und die LP und RP sieht schon wieder schlecht aus. Ach, Elena. You guys must be morning people. Ja, also so früh am Morgen ist es nicht mehr. Da hast du ja eine erstaunliche Waffe. Meinst du, ich könnte da irgendwann mal ein wenig damit spielen? Nö, aber ich hab was für dich. Elena ist ja Schmiedin. Da liegt es relativ nah anzunehmen, dass Altmetall ihr vielleicht gefällt. Na gut, ich weiß es natürlich, aber ich zeige euch das jetzt mal. Man kann halt hier den Charakteren auch Sachen schenken. Genau das werden wir mit Elena jetzt mal machen. Bitteschön. Halt, bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl... Hallo, bleibst du wohl... Ja, jetzt... Okay, jetzt haben wir es vermasselt. Jetzt ist sie nämlich schlafen gegangen. Ja, jetzt pennt sie. Das können wir jetzt vergessen. Die geht meistens nach dem Baden, geht zu pennen. Deswegen hat sie auch was von Morgenmenschen gelabert. Aber wenn wir schon dabei sind, reden wir mal mit Mervyn. Ja, guten Morgen. Na, Kelsey? Good morning. Aiden? Nichts. It's midday. So. Gehen wir nochmal zum Drachenschrein. Das habe ich euch ja gezeigt schon, glaube ich, ne? Habe ich das euch schon gezeigt? Mit den
Drachenschrein? Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Doch, ich habe euch das, glaube ich, schon gezeigt. Doch, doch, ich glaube, ich habe es euch schon gezeigt. Hey. Hallo, Quinn. Hey. Ja. Ich wohne in der Kirche. Komm, spiel mit mir. Ja, jetzt nicht. Andermal. Da wollte ich nicht lang. Ich wollte nach Hause gehen. Beziehungsweise ins Gasthaus. Schauen, ob wir was Neues zu tun bekommen. Wir wollen die Story ein bisschen vorantreiben. Ich warte auf einen bestimmten Auftrag, mit dem wir das Ganze noch ein bisschen vorantreiben können hier. So. Den gibt's aber noch nicht. Gut. Ja, ich werde mal ganz kurz eine Pause machen, weil ich will dann auch mal nachsehen, wie viel wir ja schon an Zeit verbraucht haben. Einen kleinen Moment mal bitte. Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade im passenden Moment geguckt. Der Part ist eigentlich vorbei. Wir haben 45 Minuten rum. Ja, gut, wir haben jetzt nicht so viel gemacht in dem Part. Wir haben ein paar Quests erledigt. Aber sicherlich ist es auch ganz interessant gewesen. Ein paar Eindrücke vom Spiel. Ich kann euch so viel versprechen, dass wir wahrscheinlich, hoffentlich im nächsten Part, die Story noch ein bisschen vorantreiben werden und wir dann zu einem der wichtigsten Teile des Spiels auch noch kommen. Wer Harvest Moon kennt, wird wissen, was ich meine. Ja, dazu kommen wir dann im nächsten Part, denke ich mal. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit der Folge. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rune Factory Oceans. Bis dahin, macht's gut, ciao, sagt euch euer Jimmy.